Tja. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, CDU, SPD und Grüne im harmonischen Kuschelkurs. Ein Debattierclub, wo Sie sich gegenseitig abfeiern. Sie haben es sich richtig schön gemütlich hier draußen gemacht. Liegt vielleicht daran, dass man noch nicht weiß, wie nächstes Jahr die Koalition aussieht. Aber Sie beweihräuchern sich hier selbst und draußen rauscht der ICE Migration an Ihnen vorbei. Wir haben mit der Migration eine historische Aufgabe in diesem Jahrzehnt und wir haben keine Zeit. Wir haben nicht 2010, um uns irgendwie proaktiv vorzubereiten. Wir haben auch nicht 2013, um den Prozess aktiv zu begleiten. Wir haben 2016. Und wir können mal wieder nur reagieren, wie es Politik so oft tut. Und wir reagieren viel zu langsam. Mit dem vorliegenden Antrag von SPD und Grünen, man muss ja mal genauer lesen, das ist kein Integrationsplan. Nein, da steht drin, das ist ein Rahmen für den Integrationsplan, den dann die Landesregierung bitte zukünftig irgendwann mal gestalten soll. Wann denn? Wir haben keine Zeit. Und ein Rahmen, wissen Sie, warum in keinem Museum ein Rahmen ohne Bild hängt? Weil das niemanden interessiert. Und wenn Sie kein Bild haben, und wenn Sie dieses Bild nicht haben, dann werden andere Schmierfinken kommen und dieses Bild zeichnen. Mit Obergrenzen und anderen Sachen. Wir stehen in unserer Gesellschaft auf einem Scheideweg zwischen Offenheit und Angst. Und diese Handlungsfähigkeit mit diesem bilderlosen Rahmen, die erzeugt Unsicherheit. Und die Unsicherheit erzeugt Angst. Und Angst erzeugt Hass. Und Hass erzeugt unendliches Leid. Wie sieht denn die derzeitige Situation aus? Wir haben immer noch zu wenig Sprachkurse, viel zu wenig. Sie versuchen, das jetzt aufzubauen, aber es ist nicht genug. Nehmen Sie bitte endlich mal Geld in die Hand. Die Volkshochschulen lechzen danach, endlich mehr unterrichten zu dürfen. Es wäre ja vielleicht mal eine Überlegung, weil das hängt ja immer alles an Geld dran. Man sollte sich vielleicht mal überlegen, ob es da nicht Ausnahmedefinitionen innerhalb dieser hochgelobten Schuldenbremse gibt. Weil da hängt ja scheinbar der ganze Segen dran. Sie preisen sich für 5.000 Lehrstellen, die Sie geschaffen haben. Das ist total klasse. 5.000 Lehrstellen klingen klasse. Wenn Sie aber nur 1.000 Ausbildungsplätze haben, dann wird es dann schon eng. Da sind Sachen wieder nicht zu Ende gedacht worden. Und auch wenn Sie vielleicht noch ein paar arbeitslose Lehrer von der Straße holen, diese 5.000 Stellen, die bekommen Sie einfach erstmal nicht besetzt. Und dann kam dann gestern auf den letzten Drücker die Finanzanträge. Da sehe ich ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Die kommunalen Integrationszentren werden personell aufgesteckt. Das ist gut. Und daran sieht man, dass vielleicht unsere Vorschläge aus den letzten Jahren doch etwas gefruchtet haben. Aber es gibt immer noch Massenunterkünfte mit defekten Toiletten. Sie brüsten sich mit Abschiebungen in vermeintlich sichere Herkunftsländer. Es gibt immer noch Arbeitsverbote, es gibt Wohnsitzauflagen, vieles mehr. Wir haben eine Anhörung gemacht zu den Anträgen. Und was haben die Experten gesagt? Die haben Ihnen erstmal um die Ohren gehauen, dass in dem Antrag, und es steht immer noch drin, die Silvesternacht in Köln drin steht. Das gehört in keinen Integrationsplan. Das ist unsäglich. Die Experten sagen, Unterbringung und Gesundheit sind das Fundament für Integration. Nur in Sicherheit und mit gewissem Wohlbefinden ist Lernen, Arbeit, Freundschaft überhaupt möglich. Massenunterkünfte machen krank. Keine Privatsphäre, keine Ruhe, keine Chance, Selbstachtung wieder aufzubauen. Kinder können keine Klassenkameraden einladen. Verhinderung von Integration und gesellschaftliche Teilhabe bedeutet das. Das muss doch heißen, dass wir im Integrationsplan dezentrale und private Unterbringung deutlich in den Vordergrund stellen müssen. Und da müssen natürlich auch endlich Standards her. Und da reicht es nicht, im viertletzten Nebensatz irgendwo die dezentrale Unterbringung zu platzieren. Das muss ganz zentral, das muss nach vorne.
Wir brauchen keine Aufteilung in gute und schlechte Flüchtlinge. Wir brauchen diskriminierungsfreie Teilhabe, gesetzlich garantiert und organisiert. Ein Integrationsplan darf nicht hinter Teilhabe und Integration zurückzufallen. Sie sind ja im Time Warp. Sie machen ja Schritte nach hinten statt nach vorne. Wir verstehen, dass Sie der Opposition nicht zuhören wollen. Das hat ja auch Herr Stamp erfahren. Aber hören Sie wenigstens auf die Experten. Die kennen sich nämlich besser aus als Sie. Sonst können wir die ganzen Sachen mit den Anhörungen ja auch direkt vergessen. Aber apropos Opposition zuhören. Wo könnten wir heute schon sein, wenn Sie ab und zu mal das täten, was die Opposition fordern? Denn wir Piraten haben seit Jahren ein gelingendes, klares Bild von Integration. Die konsequente Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung, die nachhaltige Förderung von Begegnungsmöglichkeiten, der Ausbau von Freifunk und die damit verbundene Bereitstellung von freiem Internetzugang in allen Flüchtlingseinrichtungen. Und als wir das 2013, 2014 gefordert haben, was sind wir hier im Plenum abgewatscht worden? Auch noch Internet für Flüchtlinge, ja was denn noch alles? Jetzt ist es für Sie eine Selbstverständlichkeit, jetzt geht das auf einmal? Unser Antrag ist abgelehnt worden, müssen sich gar nicht so aufregen, Herr Bolte. Wir finden es gut, dass Teile unserer Forderungen jetzt endlich von Ihnen aufgenommen worden sind. Aber wir müssen hier ein Bild von der Zukunft malen und keines von vor 2 oder 3 Jahren. Sonst laufen wir nämlich wieder nur Dingen hinterher, anstatt endlich mal proaktiv zu handeln. Also ich würde mich jetzt nicht selbst als Picasso der Integrationspolitik bezeichnen, aber im Vergleich mit den anderen Fraktionen spielen wir mit unserem Integrationsbild seit 4 Jahren in der integrationspolitischen Champions League, während man sich bei Ihnen fragen muss, ob Sie den Aufstieg ins Profigeschäft jemals schaffen werden. Wir haben nicht nur im März, sondern eigentlich schon immer, 3 Säulen von gelingender Integrationspolitik aufgezeichnet. Erstens, ein eigenständiges Ministerium für Integration, Flucht und Einwanderung sowie die Gründung einer interministeriellen Arbeitsgruppe mit dem Thema sozialer Wohnungsbau. Die Aufgabe des neuen Ministeriums sollte unter anderem lauten, Suche nach und Bereitstellung von menschenwürdigen Unterkünften, Etablierung von Mindeststandards in diesen Unterkünften in ganz NRW, Sicherstellung der sozialen, rechtlichen, medizinischen und psychologischen Betreuung in den Unterbringungseinrichtungen, Unterstützung der Kommunen bei der Vermittlung von Schul- und Kita-Plätzen, Einführung von Deutschkursen als Standard und Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit und Ausbildung. Dabei soll das Ministerium natürlich eng mit den Trägern der Flüchtlingshilfe zusammenarbeiten. Die interministerielle Arbeitsgruppe unter Federführung des neuen Ministeriums sorgt darüber hinaus dafür, dass ab 2017 keine Unterbringung in Zelten und Turnhallen mehr stattfindet, dass über die vorhandenen Förderprogramme hinaus weitere Sozialwohnungen geschaffen werden und dass Grundstücke erschlossen werden, die sich für den Bau von Wohnungen für Flüchtlinge in modularer Holzbauweise sowie für Neubauten eignen. Zweitens trägt unser Bild von Integration die Überschrift: Deutschland ist ein Aufnahmeland. Deutschland ist ein Aufnahmeland. Um diesen Satz zu leben, müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden. Wir benötigen eine rechtliche und tatsächliche Gleichstellung aller Migranten, um echte Integration überhaupt zu ermöglichen. Ich weiß, das kennen Sie, das ist kühne Memorandum, aber irgendwie ist das bei Ihnen auch immer noch nicht angekommen. Denn der Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, zum Berufs- und Ausbildungsmarkt, zur sozialen Berufsförderung und Familienleistungen sowie zu vielen anderen Teilhabemöglichkeiten ist leider auch mit dem Integrationsplan abhängig vom Aufenthaltsstatus, von der Aufenthaltsdauer und vom Herkunftsland. Damit gibt es unzählige Flüchtlinge bzw. Menschen zweiter Klasse. Wir brauchen den vollständigen Zugang zu Integrationskursen. Das geht mit den unterschiedlichen Bleibeperspektiven nicht. Wir wollen diesen Menschen den Familiennachzug ermöglichen. Wir fordern uneingeschränkten Zugang zum Gesundheitswesen. Und wir möchten, dass diese Menschen selbst entscheiden können, wo sie leben. Drittens, in unserem Bild stellen wir Harmonie zwischen Alt- und Neubürgern her.
Eine starke Zivilgesellschaft und ein konsequentes Vorgehen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ist die Voraussetzung für ein integrationsfreundliches Klima. Das heißt, politische Bildung für alle. Wir müssen um jeden kämpfen, der in Gefahr läuft, in die rechte Ecke abzurutschen. Und zum Schluss, Ihre nichtssagende Resolution ist eine Luftnummer, die natürlich abzulehnen ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brandt.